Machen wir mal das später. Ich glaube, wir sind viel zu schnell unterwegs. So, ganz gemütlich. So wie ein Rentner sich etwa um die Kurven rumbewegt. Etwas so. Ganz gemütlich. Vorsichtig, man könnte irgendwo rutschen, auch mitten im Sommer. Mit 10 km um die Kurve ganz auf Nummer sicher gehen. Du mieser Saftsack, schneller. Hup, 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 hup. Kriegt der was ab? Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Mein Bogen ist euer. Hinter Hanna? Das Schild, meine treuen Engel. So. So. Eure Befehle? Auf jeden Fall, ich habe jetzt mal wirklich, wie gesagt, was diese neuen Projekte angeht. Eigentlich wollte ich es gar nicht großartig erwähnen, aber da wir jetzt so viel Zeit haben und ich nicht weiß, was ich sonst ein paar labern soll, schmeiße ich das einfach mal rein. Weil ich habe jetzt wirklich eine Weile überlegt und habe mir gedacht, warum bin ich nicht eher auf die Idee gekommen? Weil ich habe irgendwie so einen Drang dazu, mir ewig lange Projekte auszusuchen. Age of Empires, Empire Earth, das sind alles so Projekte, die einfach mal so 20 bis 30 Stunden verschlingen oder drüber. Warum mache ich nicht einfach mal Strategiespiele, dauern eh schon lange, aber warum mache ich nicht die mit der Kampagne eventuell schon in so 10, 15 Stunden abgeschlossen sind? Nein. Bin zur Stelle. Musik, cool, ich mag die Musik. So, ihr habt jetzt geschossen, genau jetzt. So, lieber Baumeister. Neubauen. Oh fuck, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird... Zurück. Ich wollte schon sagen, wenn du jetzt einen von meinen Leuten triffst... Du miese Panzerschüsse. Aus. Wehe. Eure Befehle? Lauf, Forrest! Ziel ist notiert! Konstruieren Belagerungsgeräte! So. Jetzt müssen wir den Zeitpunkt gut abpassen. Pfeile bereit! Wir müssen den Zeitpunkt gut abschmecken. Eure Lordschaft! Schild bereit! Boah, was ist denn jetzt? Wollte ich gerade sagen, backst du jetzt rum oder was? Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Schild bereit! Eure Lordschaft! So, wenn es gut geht, kriegen wir das ganz okay hin. Ja, das ist mir eigentlich speichernswert. Und speichern. Habe ich eigentlich erwähnt? Ja, stimmt, da war ich letztens stehen geblieben, irgendwie so zwischendrin. Als ich erwähnt habe, warum ich jetzt Crysis nicht gespielt habe. Es hat zum einen damit zu tun, dass es jetzt dann doch, wenn ich entdeckt habe, ach ja, hat ja nur Sarazar gespielt. Ah, wer ist das schon? Gut, das sollte jetzt kein Grund sein, dass ich es jetzt nicht spiele, klar. Aber, das war ja sowieso nicht mein erster Favorit von Sachen. Das war nur mal eine kurze Idee. Vielleicht könnte ich das mal anfangen. Vielleicht könnte das sogar ganz nett sein. Aber. Dazu kam dann noch das Problem, es läuft nicht stabil. Es stürzt noch schlimmer ab als Empire Earth. Das ist schon wirklich im 10-20 Sekunden Bereich. Und ich krieg das Problem bis jetzt nicht gelöst. Von daher wird Crysis ein wenig verschoben, bis sich irgendwann mal das Problem löst. Mann. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Na, wir können jetzt eigentlich auch mal schneller schalten, fällt mir gerade auf. Ja, das ist auch fast zu spät. Mein Herr? Warum? Die machen mir irgendwie Sorgen. Komm ich? Das dürfte klappen. Eure Befehle? Kommt mal eine Runde. Ja, die müssen wir so ausschalten, wie es aussieht. Und Speicher. Schild bereit! Von daher, komm mal rüber. Bin zur Stelle. In Bewegung. Schild bereit, eure Lordschaft. Ja. Okay. Aber von zwei Seiten ist scheiße. Also ich glaube, wenn ich da oben bin, schießen die auf mich. Schild wird neu positioniert. Da will ich die so ausschalten. Das ist mir sicher. Schon gerade sagen, kriegt die. Oh Gott, du stehst richtig schlecht da. Mein Herr? Sind auf dem Weg. Warum kriegt ihr die nicht? Das ist leider nicht möglich. Warum? Bin zur Stelle. Was soll's? Schild wird neu positioniert. Ja. Vorwärts, Marsch. In Bewegung. Mit wackelndem Arsch. Bogenschützen bereit. Schild bereit. Mein Bogen ist euer.
Junge, Junge. Das war jetzt auch schon mit, nee, das war jetzt mit so unnötig. Nach, auf dem Turm kann es öfter passieren, als hier unten, dass da mal ein Pfeil verloren geht. Und ich kann mir keinen einzigen Bogenschützenverlust leisten. Das wird mir zu nervig. Warum kriege ich euch eigentlich so an? Du bist halt keine drei gerade. Eigentlich reichen die drei Bogenschützen, ganz ehrlich. Da haben wir sowieso nur Bogenschützen als Gegner. Da können wir schnell die Bogenschützen schicken. Sind auf dem Weg. So, schießt die nieder. Eure Befehle? Das Coole ist halt, dass unsere Truppen diesen Kampfbonus haben. Das kann sich ganz witzig erweisen. Neu positioniert. Ja. So. Oh, war so klar, dass der da hinten die Pfeile abkommt. Das ist so scheiße. Mit einem einzigen Schild ist das so verdammt. Schon wieder Micromanagement. Diesmal wenigstens nicht mit Multitasking verbunden, aber. Wollte gerade sagen, wo sind wir denn? Orientierung. Warum? Warum hast du mich verlassen, als ich noch ganz klein war? Wer weiß, was ich mit dir hätte alles anfangen können. Warum habe ich meine Bogenschützen nicht mehr markiert? In Bewegung. Warum könnt ihr doch einmal schießen? Wo ist meine Hose? Was passiert hier? Bin zur Stelle. Ja. Hä, jetzt funktioniert. Was zum Teufel, weil du einen Millimeter weit rausstehst? Ja, natürlich. Vielleicht schicke ich auch einfach den Armbogenschützen hoch, der macht auch alles platt. Schild bereit, Bogenschützen bereit. Schild bereit, so, meine Freunde. Dann mach ich das ganz nochmal. Diesmal mit dem Armbogenschützen kommt es. Ich habe keine Lust mehr, dass irgendeiner aus der Reihe tanzt. Mit einem einzigen klappt das besser. Schild bereit, eure Lordschaft. Stell mal deine Schilddrüse hin. Bereit, du kommst jetzt mal ein bisschen schneller, bevor irgendwas schief geht. So, und viel Spaß. Warum müsst ihr euch alle da hinten hinstellen? Warum macht ihr das immer? Zack. Einen nach dem anderen. Weg. Piu, piu, piu. Genau so. Genau so. Weg mit ihnen. Oh Gott, die Mission. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schild bereit, eure Lordschaft. Aber ja, wie gesagt, das neue Projekt, wenn alles gut geht, startet es vielleicht sogar wirklich am 1. Dezember. Dann wird es ein reines Dezemberprojekt. Und Marsch! Hat jetzt weniger damit zu tun, dass es Dezember ist. Das hat auch nichts mit meinem eigentlich geheimen Projekt zu tun, wo ich gesagt habe, was ich auch für Dezember plane. Was derzeit aber so gedanklich ein wenig am Schwanken ist. Es ist einfach so, dass es wahrscheinlich bis Dezember hinhauen könnte. Bis dahin sind es noch anderthalb Monate. Bis dahin kann ich eine gute Handvoll Aufnahmen machen. Und ja, dann wird das mein erstes vorproduziertes Let's Play. Und Speicher. Finde ich auch mal eine coole Sache. Befehle? Und Schluss. Einfach eins, das schon fertig ist, sobald ihr es seht. Sire, bin zur Stelle. Gut, das soll jetzt nicht Normalfall werden. Das mache ich nur im Falle, wie jetzt, wenn ich gerade nicht Zeit habe, aktiv ein viertes Projekt zu machen. Oder wenn ich gerade mal irgendwie wegfahre oder sonst irgendwas. Da kann das mal gut passieren. So. Waffen geschultert. Und jetzt mache ich das einfach mal. Mal gucken, wie es wird. Und Speicher. Es ist ein Spiel, das ich ganz gut kenne. Da ist es jetzt nicht so, dass ich darauf angewiesen bin, dass jetzt Leute schreiben, was ich übersehe oder so. So, ich gehe jetzt mal hier rauf. Beschütze du auch. Mein Bogen ist euer. Dürfte eigentlich klappen. Hast du nicht was geschossen? Wird hier zurückgeschossen. Oh fuck. Oh scheiße. Oh scheiße. Schießt sie weg. Schießt sie weg. Nein. Ich habe meine Pikiniere hinten gelassen. Schießt sie kaputt. Bin zur Stelle. Ja, nö. Nö, nö. Armbogenschütze, schießt dahinter. Das hat man noch mal. Und laden. Schild bereit, eure Lordschaft. So. Los. Okay. Pikiniere. Ei. Hier kommt mal mit. Verzeihung, Sire. Und nehmt euer Ei. Pikiniere. Schild bereit. Ja, Sire. Schild bereit, eure Lordschaft. Lauft, meine Freunde, lauft. So, jetzt rauf. Bogenschützen, kommt auch mit. Drücken aus. Yay. Es hat irgendwie auch gar kein Bogenschütze geschossen. Irgendwie können wir da ziemlich ungestraft hoch. Vielleicht hätte das vorher auch funktioniert. Schaffen die Pikiniere es rechtzeitig? Werden sie es schaffen, dies und mehr nach der Werbeunterbrechung. Aber gern. K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. Vorwärts, Pikiniere. Wieder mit ihm. Auf dem Weg. Ins Gesicht.
Okay, die kriegen wir, denke ich, mal gut weggeschossen hier. Eventuell sogar die, die da hinten stehen. Fragt sich halt, wie wir das mit denen machen. Aber gut, es sind nur Bogenschützen. Dann haben wir sogar fast geschafft. Wir sind nicht mehr so viel von der Karte übrig. Boah. Boah. Jetzt können wir uns einen Keks von backen. So, machen wir mal 90. Da hinten kriegen wir so nicht, aber hä, wo schießt denn ihr hin? Ah, die Beginiere hier, alles klar. Nicht verkehrt. Hammer, wie knapp das abgemessen ist von der Reichweite, dass die gerade nicht hier rüberschießen können und andersrum. Schon ganz lustig. Hier kann ich eigentlich mit meinen Pekinieren hoch. Ja, natürlich, warum eigentlich nicht? Wenn jetzt die Pekiniere hier weggeschossen sind, kann ich hier mit meinen Pekinieren hoch. Ansonsten werde ich sie kaum noch brauchen. Perfekt. Den Schwertkämpfer müssen wir dann halt noch irgendwie wegkriegen. Okay. Mal speichern, dann haben wir es bald. Wir haben es bald, Kai. Speicher. Schild bereit, eure Lordschaft. Mein Herr? Bereit, eure Befehle? Eure Lordschaft. Nee. Sind auf dem Weg. Nee. In Bewegung. Na ja. Bin zur Stelle. Ja. Schild zur Stelle. So. Schild bereit, eure Lordschaft. Oh, das kann jetzt mal ein bisschen dauern. Okay, wenn man sich mal darauf einlässt, dass es ein unglaubliches Trial and Error ist und dass die Soldaten sehr oft mal vom Schild vorgucken. Wir haben sogar noch sehr viel Gold für Schilde übrig. Geht die Mission dann doch. Obwohl sehr schwer. Also die Truppenzahl, also so eine minimale Truppenzahl ist schon wirklich übel. Aber gut, andererseits, mehr Truppen mit einem Schild wäre auch nicht gegangen. Es sind genauso viel wie hinter ein Schild passen. So ganz knapp, wenn man sie knubbelt. Und so gut hinstellen. Na gut, hier passen mehr hin. Schild bereit, eure Lordschaft. Mein Bogen ist euer. Schild bereit. Nein, Freundchen, du kommst noch schnell zurück. Mein Herr. So. Hier passt's noch, hier passt's noch. Klasse. Wenn wir das haben, eure Lordschaft, kommt ihr hoch und kümmert euch um die Bogenschützen. Und den Rest? Ja. Wird schon irgendwie. Eventuell kommen sie ja nicht. Vielleicht kommt nur da eine Pekinier. Mit dem können sich meine Leute auch noch anlegen. Und wenn der Schwertkämpfer nicht auf Aggressionskurs geht, kriegen wir den hier weggeschossen. Okay, wir speichern wieder. Olle. Speichern. Wir haben Fortschritt erzielt. Achtung! Ich mag Fortschritt. Zu so, dann da hoch, bitte. Schild, wisst ihr was? Das Schild geht vor. Los, das fängt die ersten Schüsse ab. Schild. Auf. Schild wird neu positioniert. Lauf hinauf. Vorwärts, Pikiniere. Schild bereit. Toll, es hat nicht lange angehalten. Schild, stell dich so hin, dass du ein paar Schüsse abfängst auf dem Weg. Hier, funktioniert. Klasse. So, verwickelt sie alle in einen Nahkampf. Alle, ne? Einen nach dem anderen. Ebenso. So, die da unten auch. Und es funktioniert. Der Pekinier müsste ich noch nicht mal ein. Geil. Das ist klasse. Und die Gegner kommen nur von hier lang. Das heißt, wir müssen diesen Durchgang halten und unsere Bogenschützen machen den Rest. Vorwärts, Pekiniere. Zack, Baumeister tot. Und die lassen sich abschießen. Ja, wunderbar. Dann haben wir es bald, auch wenn es bei denen ein bisschen dauern kann. Ach du Scheiße, was habt ihr denn gesoffen? Ja, das liegt, glaube ich, an dieser Höhenverstellung hier. Na gut, dann müssen wir den so machen. Da müssen wir im Notfall wirklich einen Truppenverlust hinnehmen. Muss aber nicht sein. Wer hat am meisten Lebenspunkte von euch? Eure Befehle? Nee, lass mir doch die Zeit. Du sag es sich, du. Zu Diensten. Weg da. Lass den anderen ran. Ja, hat gereicht. Okay. Kein Truppenverlust. Es ist jetzt immer noch kein Truppenverlust. Bis auf vielleicht ein Schild oder so. So. Und jetzt hier kaputt machen. Von da aus kriegen sie ein bisschen besser. Alles klar. Ich finde übrigens die Details bei so zerstörten Gebäuden auch cool. Schaut euch mal echt an bei diesem Rundturm, da sieht man echt, wie da wirklich so eine schöne Rundtreppe drin ist, die da rundherum führt. Und so Zwischenetagen.
wo noch Fässer abgestellt sind, die ganzen Bretter und alles. Mein Gott. Also, oftmals hat Stronghold 1 wirklich so eine verdammte Detailverliebtheit. Die haben wirklich an so viel gedacht bei den Grafiken, die sie hier erstellt haben. Es ist eigentlich ein so simples 2D, aber es ist so schön gemacht. Und das Ganze, was ja ganz lustig ist, das sieht man jetzt erst so richtig, es ist überschwemmt. Warum ist eigentlich, wenn der Damm bricht, warum ist hier da was sprickelnd? Moment mal. Sie verraten uns mit Sicherheit. War ja klar, dass sie es geschafft haben irgendwie. Aber wenn hier der Damm bricht, müsste doch da unten klar der Wasserpegel erhöhen. Aber hier oben müsste der eigentlich sinken. Warum hat es auf einmal die Mühle überschwemmt? Okay. Schon okay. Und wir haben gewonnen. Sieg! 9%, ja, das waren die Schilde. Alles klar. Oder haben wir ganz am Anfang ein Beginier verloren? Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Alles klar, dann haben wir das. Yay. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Ja, was ich eigentlich noch sagen wollte wegen diesem geheimen Projekt. Das habe ich nur deshalb erwähnt, weil ich jetzt, glaube ich, die nächsten Tage meine erste Aufnahme anfange. Ging mir nur so durch den Kopf und heute habe ich mal drüber nachgedacht. Deswegen bin ich so mal doch mal losgeworden. Und dann sehen wir uns... ja, bei Mission 19. Bis dahin. Bye-bye.